Westerhoff, ihr kennt den Spieler, war Montag sehr gut, leider zwei Chancen noch vergeben, aber hat Tor gemacht. Der mit den Locken, der Westerhoff, ist der Sohn vom Anwalt von unserem von Sido und von Raab. Freund von uns, Nikolas Westerhoff, 13er. War gut. Papa ist heute vor Ort. Kodra! Kodra! Steven! Heute will ich gerne mal was sehen. Und das ist die Truppe von Golden Eleven mit Marc Schatkowski und Philipp Meissner. Vorletzter in der Tabelle sind wir. Beziehungsweise letzter in der Tabelle, wenn wir heute verlieren. Gönnergy einen Punkt heute geholt. Ja, vorletzter und letzter Gönnergy. Es macht keinen Unterschied. Scheißegal. Wir sind die. Willst du uns ganz oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Kevin, der hier, das ist unser Kevin. Unser Trainer. Ja, letzte Woche eine Entscheidung getroffen. Der Wildcard-Gewinner, müsst ihr euch vorstellen, ist natürlich nicht so gut gelaufen. Trainer hat einen Spieler bestimmt, du machst One-on-One. Wildcard-Spieler. Burkhardt, Westerhoff! Was ist denn jetzt schon? Pink-Schwarz, helft mir. Kota! In schwarzen Hosen. Weiße Hosen bei Gott. Das wäre krass in den ersten 10 Sekunden. Oh Mann, ey, das war echt. Mein Team erkennt ihr doch an den schöneren Trikots, muss ich wohl nicht so sagen. Und an den guten Frisuren. Kodra ist das mit der Elf hier. Ja, Kodra. Für Hollywood United. Okay, der macht nicht so lange immer dein Allein-Ding. Der Liga Lukas Rimbach. Fikic, heute wird gefickt. Komm. Starker Start, wirklich starker Start. Oh, na, kann ich mal. Steven! Warum, Steven? Geh! No joke, ne? Unser Steven, ne? Ihr hin mit der pinken Haare. War der Starspieler, den jeder draften wollte, ne? Wo die meisten Taktik hatten, den später zu draften, wir aber gleich draufgegangen sind, im Duell waren mit zwei anderen und den gekriegt haben. Aber ich liebe unsere Spieler, ich muss auch echt sagen. Uns fehlt nur dieses Erfolgserlebnis. Unsere Spieler sind ein tolles Team, also das merkst du immer, die sind toll. Ah! Der dir das Tor vor, Tor der Saison! Schmitz gut! Schmidt! Ja! Jawohl! Schmidts Katze! Fehler! Wird bestraft! Ja, haben sie sich auch zu viel klein eingelassen. Yes! Mein Draft! Mein Pick! Mein Pick! Kevin wichtig, sonst rollt der Kopf! Ja! Jawohl! Keiner Spaß! Kleiner Spaß, Kevin unter Druck. Kevin unter Druck. Ja, hast du gesehen, wie der Trainer erleichtert? Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Einer aus der Region. Kevin, so ein Trainer muss sich ja mit dem Team auch erstmal einspielen. Ruhe. Drei Punkte, ja! Oh, der Kramer Koch. Kann nicht sein, dass ich gegen Knossi verliere. Gegen Knossi und Kruse. Ich hab doch die Tafel bemalt. Ich hab doch oben und links und Striche gemacht. Was hat deine Striche? Unsere Spieler gehen auf den Strich. Das ist nochmal eine andere Liga. Also bleibt bei 0-0. Weiter geht's. Mal drei Ecken. Heppala. Und dann machen die genau das Gleiche. Hollywood United. Und stecken sich den Ball mehr oder weniger auch selber rein. Missverständnis von Rimbach. Weiter! Mit Wildcard-Spieler Nazareno Ciccarelli. Weiter! Kevin. Wildcard-Spieler auch schon letzte Woche. Jetzt kannst du es zeigen! Jetzt kannst du es zeigen, mal! Der beste Spieler im Draft, Amanda. 32 Jahre. Wer pfeift? Warum pfeifst du? In Uerdingen am Start gewesen, gebürtiger Kölner. Ja, wir müssen aber auch nicht dieses Unfaire, ne? Die mit dem Ball immer müssen wir es auch nicht machen. Mach. Sehr ähnliche Art und Weise. Ich muss ja aber, weißt du, im Stream auch ein gutes Bild machen. Nach dem Torhüter. Nicht immer machen. Der liegt mehr auf dem Boden, Alter. Kodra. An Steven Kodra. Der hat Aua hin. Gehst du ins Hype-Haus zu Bromantikern? Du, ich habe da einen straffen Zeitplan. Ottos Produktionsteam. Mache ich in den Videos mit, deswegen. Kann ich dir nicht sagen, wahrscheinlich. Aktuell flieg morgen früh nach Las Vegas. Chat. Morgen früh. Und danach fliege ich auf die Malediven. Das heißt, ich muss zwei Koffer packen. Balle. Familie hat mich gezwungen auf Urlaub. So traurig, sag ich dir ehrlich. Ich buch, boah, das, buch den Urlaub. Ich buch den. Übrigens bei beiden nicht und sag, ey, hoffentlich kommt da nichts Geiles rein. Ruft mich Duell um die Welt an, ich denke. Man muss sich da nicht unbedingt auf so einen kleinen einlassen. Nein, ich gehe mit meinem Sohn auch. Das ist wichtig. Schwierig, aber natürlich auch zu reacten. Urlaubsvlog, ey, kann ich nicht machen. Weil mein Sohn ist dabei. Ne? Das geht nicht. Wenn ich mit Frau unterwegs bin, machen wir wieder Urlaubsvlog. Ja, ich wusste es! Da ist es! Neue Regel! Abseits wird aufgehoben. Westerhoff! Spiel ist wieder freigegeben. Westerhoff! Lag an der ersten.
spinnst du? Fülle zu den Las Ligas Ladies, sag ich. Da muss Rimbach halten. Geh! 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 Oh, war das gut. Hätte ruhig noch gehen können. Er hätte ruhig noch gehen können. Nervös, unsere Jungs wieder nervös. Weg! Gut, Westerhoff. Keine Ecke! Kein Eckball gesehen. Ich habe den Eckball nicht gesehen. Penalty für Golden 11. Und es macht Gerban Kubaschian. Ruhe! Schatkowski hat übernommen und er trifft. Behält die Nerven. Golden 11 führt. Weiter! Geh. Alter. Steven, Mann! Fick der Laden, Alter. 3-3. Gegen Eintracht Spandau mit Presi Knabe am Kein Start. Problem für das wird Wild Kein und Problem. Kodra. Kodra. Kodra immer, auch mal nicht so viel allein immer. Gefährlich, gefährliche Nummer. Heute rauche ich besonders wenig. Simbus. Heute rauche ich richtig wenig. Oh, der kann auch mal reinrutschen, oder Chat? Der kann auch mal reinrutschen. Ende ich bin auch für dein Team. Ich habe nur gesagt, dass es nicht gut gespielt war. Aus jeder Mannschaft der Trainer, der Präsident fehlt hier, sage ich. Der Druck von oben. Der Druck von oben, sagt der Krieger. Theo von Alge fehlt. Weißt du, was Schöne ist? Heute kommen unsere Pässe wenigstens mal an. Wer? Ja! Ja, was ist denn? Wo bist du denn? Mit eurer großen Schnauze! Wo seid ihr denn? Jawohl, Westerhoff! Papa Stolz! Und was für ein Tor! Und was für ein Tor! Boden! Aber das ist ein Mega-Abschluss. Der Typ hat einen Bums im Fuß. Der Westerhoff ist unsere Rakete! Geil! Man tut, was man kann. Geil hat dein Sohn das gemacht. Geil! Jetzt noch so ein Ding. Geil, weiter. Ja, ich sag... Ich rufe ihm zu. Ich rufe ihm ja, zu. Ja, wunderbar, weiter so. Ich rufe nochmal zu, ja? Jo, mach ich. Ciao. Tschüss, Knoss. Das war sein Vater. Papa macht Druck an Westerhoff. Mach noch so ein Ding. Man tut, was man kann, der Vater. Man tut, was man kann. Die Galaxy Minutes und auch da gibt es spezielle Regeln. Ja, Rack Galaxy Minutes. Westerhoff mit der Bombe. Guter Vater auch. Anwalt von Raab und Sido und guter Vater auch. Oh, was eine geile Aktion. Technisch gut. Unglaublich anspruchsvoll. Oh, Rimbach, da war er da. Emil Gahn da abzieht. Guckt euch das Ding an aus der Drehung. Alle Gott. Achtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wäre ein Traumtor Ach, gewesen. Ach, Lennart ist es gewesen, sorry. Jens, mein Bester, ich drück dir die Daumen. Wir haben den ersten Punkt geschafft. Auch noch gegen gutes Team. In der Luft hier du musst auch. Die Zimbos gleich am Start gegen Eintracht Spandau. Jetzt aber auch was Kodra für Hollywood United. Was Ei? Ja, 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 ja. Kodra, es ist the moment to shine now im dritten Spiel. Kodra. Eine Minute noch. Die machen Show, die machen Show, die machen Show. Die machen Show, die machen Show. Regeln bei 1 on 1 ist mittlerweile allen klar. Weg! Geh! 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 Mach es! Ja! Drin gesehen. Ich hab drin gesehen. Sick der Land, guck dir das an. Was bist du? Wo bist du? Mach doch euren Scheiß allein. One on one! Wo wir letzte Woche versagt haben, ist gut, die Regeln sind mittlerweile klar. Auch der Wildcaller weiß. Oh, und die Spandauer laufen. Da sind sie. Gute Currywurst gibt's da in Spandau. Wer neu dabei ist, einfach jetzt Westerhoff. Und man darf nur bis zu dem Weißen auf der anderen Seite. Bis dahin und nicht weiter ins gegnerische Feld. Westerhoff, du kannst es, du hast den Textbums. Geh! Westerhoff, wie der abdrücken kann, haben wir gerade gesehen. Oh, der geht in Richtung Kölner Dom. Was? Zum Glück haben wir Fangnetze. Weg, und weg, weg! Weg! Da. Gut! Und man darf Westerhoff, geh da! Geh da! Geh da! Ja! Gib mir zum Kuss! Gib mir zum Kuss! Gib mir zum Schlag! Ja! 2-2 markiert hat, bringt Hollywood United in Führung. Was? Bis zum Ende dieses weißen Kreises da, dann muss abgedrückt werden, das Ganze innerhalb von 15 Sekunden. Wenn du den machst, Westerhoff! Wechseln?
wenn du den machst. Westerhoff geht runter, hat seinen Treffer gemacht, insgesamt mit 2 Toren also. Kadamawel, der Wildcard-Spieler, ist auf Hollywood United dabei. Und jetzt Mike Rosenthal, der Mann. Weg! Ja! Er bleibt drauf. Mann, der scheiß Stadionsprecher soll jetzt ruhig sein! Ja! Ja! Wir sind Hollywood, Bollywood! Wir sind Hollywood! Nicht Bollywood! Mach lange, mach das Ding zu! Mach das Ding zu, Westhoff! Papa, guck zu! Mach das Ding zu! Mach das! Schon ein. Ruhe! Letzte Minute läuft mit 2-2. Jetzt führt Hollywood United 4-2! 4-3 nur noch! Warum geht der da so hin? Hand nicht erlaubt! 4-3, Kodra! Ja! Kodra, die Nummer 1! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Jawohl! 3 gottverdammte Punkte! In Spieltag 3! Hollywood United! Der erste Sieg für Hollywood United! Ja! Hau das Ding rein! Mit einem 2-2 gehen die hier in dieses Geld! 6-3! Was habe ich euch gesagt? Und dann machen die hier 4 Dinger! Bist du irre? Guck dir mein Team an! Endlich! Endlich! Niederlage und es endlich! Wir sind da, wo wir hinkommen! Jetzt! Und irgendwo freuen sich Knossi und Max Kruse in den Ast! Ich wusste, dass wir die Saison gewinnen! Teilweise auch unglücklich an den ersten 2 Spieltagen. Es waren knappe Niederlagen für Hollywood United. Jetzt der erste Sieg. Ey, geil, wir haben's. Marcel, das ist so krass. 3 Punkte. Ja, Nikolas, komm in. Yes, guck mal. Ja, erstmal, da ist er. 2 Tore geschossen, Glückwunsch. Ja. Emotionen nach dem Spiel. Geh mal zum Vater noch mit Mikro. Ja, ist gut. Endlich gewonnen. Wir haben auch wie geht's, was nach dem ersten schlechten Spiel haben wir das zweite Spiel gut gemacht. Sehr gut. Konnte auch nicht belohnen wegen den letzten Challenges. Noch heute hätte klarer sein müssen. Sieht man auch in den Videos. Niemals eine dritte Ecke. Ich treffe den da 100%. Ja, war keine dritte Ecke. Ich habe das auch nicht gesehen. Gut gemacht, endlich. Das verdient. Westerhoff ist unser Mann. Sag mal ehrlich, Chat. Du musst einen Gruß an Knossi rausschicken. Gib ihm mal ein paar Worte, weil der ist so ausgeflippt. Viele Grüße, Knossi. Wir haben dein Video heute bekommen, hat uns geholfen. Wir haben, hat uns richtig gepusht und. Natürlich! Ja, nächste Woche machen wir weiter so. Was war das für ein Video? Er hat uns gesagt, dass wir gut gespielt haben, letztes Spiel Pech gehabt haben, jetzt einfach weitermachen sollen und dann schaffen wir das schon. Okay. Haben wir ja gemacht heute. Ehrenmann. Mr. Bellingham übrigens, sehr, sehr stark. Ich finde, er sieht aus wie Jude Bellingham. Ja. Freunde, ja, ist unser Jude. Nikolas, ich danke dir, wir gehen rüber. Ja, klar, ich schicke immer, ich bin immer da. Ja, auf dem Platz wird gefeiert, man hört allerdings auf den Rängen auch schon die Fans von Eintracht Spandau und hier. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir überlegen uns auch ein paar geile Einläufe. Eigentlich brauchen wir Cheerleader, oder Chat? Cheerleader brauchen wir, die reinkommen. Geil, Jungs! Yes! Wirklich so? Ich kenne dich.